Hallo meine Freunde, das ist Johnny, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Märchenvorschlägen. Heute reagieren wir auf das Video YouTube-Kanal Tanzverbot Scheiß-Tee-Trip. Wir haben auf dem ersten Teil vor Ort minus 5 Periode, Klammer auf, Klammer zu, Wurzel, genau, auf dem ersten Teil reagiert und jetzt reagieren wir auf den zweiten Teil. All im Video gezeigten Äußerungen und Handlungen dienen nicht zur Unterhaltung und spiegeln die Meinung wider. Okay. Gut, dass ich weiß. Schön die Paragraphenkeule schwingen. Schön die Paragraphenkeule. Ich warte auf Kevin, deshalb konnte ich geil sprechen. Schön von South Park, die Kanadier. was ich auch so richtig cool finde bei Tanzverbot, also ich habe eine Küche, da kann ich nie einfach so einen kleinen Tisch hinstellen und dann Videos machen. So viel Platz habe ich gar nicht. Muss ich gleich mal mitmachen hier. Ich muss sprechen. Also was man rausschmeckt ist, es ist Plastik-Scheiß-Tee. So, ich weiß nicht, wie viel von euch wirklich, wirklich schon mal Plastik gegessen haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Aber ich habe das Gefühl, dass man das Plastik sehr gut raus... Geil, da ist erstmal das Gehirn angeschwillt, ne? Sowas kenne ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass man das Plastik sehr gut rausschmeckt. Also dass man wirklich so, man trinkt das Plastik das und hat irgendwie im Kopf gleich das dieses... Bei mir auch immer so ein Kriterium, wenn man das Plastik rausschmeckt, ist es gut, das Produkt. Wenn man es nie rausschmeckt, dann... Nee, dann trinke ich das nie. Ganz einfach. Bild von dem Waffen. Aber ich muss jetzt groß reinscheißen. Ich fand so ein großes Beat. Meine Tüttelmeter lange Tatenpümmel. Und meine merkwürdigen, ranzigen, haarigen Sack. Den ich in 11, 12, 13-jährigen TikTokerinnen stecke. Darum geht's in diesem Video gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? Das geht mir hier auf den Sack. Das Thema ist die GEMA. Nein! Nein! Es ist jetzt Plastik-Scheiße. Man bezahlt für einen halben Liter bei Katja Krasowitsch im Durchschnitt 20 Millionen den Markt. Jetzt probieren wir hier noch Ketchup aus. Ich finde Katja Krasowitsch. Schade, dass man 20 Millionen D-Mark bezahlt, weil ich habe hier im Schrank noch. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Mark an Inflationsgeld, aber wäre das echt, ne? Ne? Könnte ich das umtauschen 1 zu 1, wenn der, stellt euch mal vor, der Wechselkurs wäre 1 zu 1, du. Da hätte ich locker hier fast 20 Millionen Euro. Aber leider geht das nicht. Ich habe es mal versucht, die haben gesagt, jo, neben uns, nebenan ist klar die Psychiatrie, da könnt ihr gleich, gleich einweisen. Hab ich gesagt, alles klar, gut. Wollten mein Geld nicht haben, Pech gehabt, ne? Ist halt geil so. Noch, ich wurde offensiv mit meinem Gewicht. Ja, drückt, jetzt hab ich Hunger. Ich meine natürlich Photoshop war ein Joke. Mach doch. Candy Shop. Buddy, you're a boy, make a big noise. Put it in the und man merkt sofort, dass man was merkt. Und man merkt sofort, es strömt so ein sehr intensiver Rattengeruch raus. Hier sind auch nochmal deutlich mehr Prozent drin. Also 8,6 Liter auf 100 Gramm. Nein! Jetzt. Geil. Oh Gott. Gleich mal mittrinken hier. Das schmeckt einfach nach gleich. Es schmeckt schlecht. Es ist jetzt so, dass ich sage, es schmeckt schlecht, aber das hier löst sofort im Gott. Jetzt ist halt die Frage, ne? Woher weiß er, wie Leiche schmeckt, ne? Da würde ich mir mal Gedanken machen, du. Da würde ich mir aber wirklich Gedanken machen. Ich würde mal, also bei Tanzverbot, ganz genau in den Gefrierschrank gucken, ne? Der Spruch, man hat Leiche im Keller. Stimmt bei mir zum Beispiel auch, ne? Aber bei vielen Leuten auch. Gedanken aus. Das ist nicht nur ein Spruch. Ich Psychopath werde ein Shirin Davi. Das sind die Fresseboxen. Schmeckt aber auf jeden Fall sehr gesund, denn Scheiß-Tee ist gesund, lieber Kinder. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich sagen, damit ich auf den Punkt komme, wie beim Sex mit meiner Kinderin eine sexualisierende Zweideutigkeit reinzubringen. Das macht man einfach nicht so. Kann man sich mal gönnen, so wenn man einfach das Erlebnis haben will, einmal Kant Saft getrunken zu haben. Ja, also wenn ihr keinen Sex habt, trinkt den Eistee.
Für die Erfahrung lohnt es sich bestimmt. Mehr gibt es an dieser Stelle zu sagen. Wenn ihr Bock habt auf einen Ganzen, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch Flasche noch einen scheiß Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Haut rein, ich mache jetzt hier den Knopf aus, ja? Nee, bin ich nicht. Ja? Ja? Oh, nee. Auch jetzt hat er den Knopf ausgemacht. Nee, anstatt das Gerät hat er jetzt den Knopf ausgemacht. Super. Super gut. Ich finde das auch gut, wie die Videos hier angezeigt werden. Letztes Video, ne, finde ich sehr gut. Ah, jetzt. Ah. Ja, schön. Ich wollte gerade schon rummeckern. Übrigens, hier ist Teil. Alles klar. Ich glaube, ja, die Creator sollten mal, ne, allesamt mal ganz schnell ins Krankenhaus gehen und sich untersuchen lassen, ne? Ich meine ja nur. Ja, was habe ich jetzt draus gelernt? Den Icy werde ich mir nicht holen. Tanzverbot weiß, wie Leiche schmeckt. Sonst nehme ich natürlich alles ernst, was hier im Video gesagt wurde, ne? Also bei mir gibt es auch keinen Spaß, ne? Ich bin ein ernster Mensch. Ich hasse Humor wie die Pest. Wenn jemand bei mir in der Nähe lacht, gibt es ein paar ne? Hinten drüber. Ja, und ich werde weiter mein Billiggesöff trinken und meine Nieren schädigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Das Original ist wieder ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr Ärger. Dann komme ich zu euch nach Hause und biete euch so ein Billiggetränk an. Das wollt ihr nicht. Ja, bis dahin, haut rein und tschüss.